Hallo und willkommen mal wieder zu einem anderen Video von meiner Seite, nämlich einem weiteren First Look. Diesmal ist es Wii Play Motion, sozusagen die Erweiterung von Wii Play, was auch sonst. Bevor wir anfangen, muss ich noch kurz was sagen. Ich habe mir schon die englische Version vor 2-3 Wochen oder so geholt, als sie rauskam. Von daher habe ich schon bis zum letzten Spiel gezockt und man konnte sozusagen hier auch nicht mehr First Look zu sagen. Naja, sagen wir erstmal so, First Look der deutschen Version, könnte man hierzu sagen, aber gut. Wir fangen einfach mal an. Ich werde wie immer in meinen First Looks 4 Parts insgesamt machen. Und da das hier, glaube ich, Moment, 3, 6, 9, 12 Spiele sind, werde ich in jedem Part 3 Spiele spielen, logischerweise. Es gibt noch verschiedene Modi. Ich werde immer den originalen, sprich normalen Modi Modus machen. Und muss jetzt erstmal meine Wii-Fernbedienung kalibrieren. So. Mein Mi ist dort rechts, das habe ich auch noch nicht mal aktualisiert. Na, das kennen wir alle. Gut. So. Die Grafik ist schon mal einigermaßen okay. Die Wii kann auf jeden Fall noch mehr rausholen, weil wenn man jetzt auf den Rasen achtet, flimmert der schon so ein bisschen. Gut, wir überspringen direkt das Tutorial oder die Anleitung halt und gehen direkt zum Spiel über. Ich muss hier möglichst viele Eiskugeln auffangen, ohne dass dieser Turm halt zusammenbricht. Ja, das geht mit der Wii Motion Plus halt gut hier. Mein Rekord liegt hier bei 80 Eisbällen, bei 60, keine Ahnung, was es war. Wow. Und hier geht's ganz schön ab. Wir haben bereits 20. Wow. Okay. Das schwenkt also, wenn noch mehr Kugeln dort drauf sind, ganz schön. Das verspreche ich euch. Das werdet ihr auch hoffentlich gleich erleben, ohne dass ich hier fehle. So, wow, das ist echt nicht einfach. Wow, und das war schon ganz schön knapp. Aber gut, und ich mache das First Look gerade hier spontan, weil ich habe momentan echt immer noch viel mit der Schule zu tun. Aber in einem Monat sind ja endlich Sommerferien. Nehme ich erstmal 2 Wochen Urlaub und danach kann es erstmal genug Videos geben. Ich nehme dann die Zeit. So, wow, und das schwenkt hier total. Wow. Ist total extrem. Ich weiß gar nicht, wie viel man maximal bekommen kann. Das möchte ich aber jetzt noch nicht ausprobieren. So, hier sind schon die UFOs. Wow, und wow, und wow. Wow, ich glaube, ich habe schon meinen Rekord, oder? Nein, der Turm ist eingebrochen. Na gut. Natürlich werden wir mit unseren Eiskugeln zermatscht, was auch sonst. Und jetzt ist schon wieder alles weg. Natürlich. Na gut. 80 Punkte. Wahrscheinlich kann man 100 maximal bekommen, keine Ahnung. Den Wii Platin-Rang haben wir bekommen. Also den Rang nach dem Goldrang, logischerweise. Jetzt haben wir, glaube ich, so ein Soft-Eis, keine Ahnung, was im Modus freigeschaltet, aber den werde ich jetzt erstmal nicht ausprobieren. Wir machen mit dem zweiten Spiel weiter und ab jetzt sollte ich auch mal die Beschreibung vorlesen. Triff die Maulwürfe in deinem Garten auf die Rübe, um deine Ernte vor diesen hungrigen Eindringlingen zu beschützen. Natürlich, werde ich tun. Das Spiel ist recht witzig, wenn ich das schon mal so sagen kann. Und ja. Aber auf Dauer wird es auch langweilig. Ganz ehrlich, weil das ist ja so ein Standard-Casual-Game, würde ich mal dazu sagen. Gut. So, wir haben hier den. Ups, die darf ich nicht hauen. Muss halt die Maulwürfe hauen. Und da muss man halt auch schnell sein. Man kann vielleicht im Hintergrund gucken, dann sieht man, in welcher Reihenfolge die hier erscheinen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich kann mir das gut vorstellen. Und manchmal muss man auch, wow, mehrmals als nur einmal auf die draufhauen und darf halt die Mies nicht erwischen. Die bringen nämlich wieder Früchte. Und somit auch Bonuspunkte und die Maulwürfe wollen halt unsere Ernte kaputt machen und
So, jetzt haben wir einen Superhammer, glaube ich, gehabt oder sowas. Keine Ahnung. Der bringt mir wieder eine Frucht. Also auch erst das erste Level. Wow, eine Frucht ist schon weg. Aber das war, glaube ich, gar nicht mal so tragisch, da wir jetzt wieder weitergekommen sind. Also im zweiten Level. Sie bringen wieder die Früchte. Und das geht dann also weiter. Dann ändert sich, glaube ich, noch der Hintergrund und sowas. Nach Tag, keine Ahnung. So, jetzt gibt es schon fliegende Maulwürfe. Sieht man auch nicht alle Tage. Und na gut. So. Ach, das konnte man jetzt nicht sehen. Ich habe es automatisch zweimal gehauen. Und da war der schon tot und sowas. Und dann habe ich das Mii halt, oder den Mii gerade erwischt. Ah, und jetzt wollen die uns verarschen. Nämlich mit die, indem sie uns, ach, sich mit Mii-Schildern ausstatten. Und, wow, meine Wii-Verbindung spinnt gerade irgendwie ein bisschen. Ja, bring du mir mal eine Frucht und ihr stirbt schnell. So, das gibt, glaube ich, auch mal Punkte, ja, so wie es aussieht. Und, na, Mist, doch, wir haben ihn noch erwischt. Also sogar wenn sie schon einen Meter von diesem Feld entfernt sind, können wir sie noch erwischen. Das hier scheint sehr komische Maulwürfe zu sein. Na, sind wohl auch Maulwürfe. Gut, los geht's. Die bringen wieder die Früchte, die darf ich nicht hauen. Ich glaube, vorher konnte ich auch noch nicht hauen. Ich weiß nicht, so. Wow. Und draufhauen! Wow, die sind in die Luft geflogen. Und wie soll man das schaffen, ohne alle Früchte zu verlieren? Ja, das gab auch nochmal raketenhafte Punkte, wenn ich das mal jetzt so nennen kann. Die verbeugen sich vor uns und verpissen sich jetzt einfach mal. Kann ich verstehen. Gut. Das Spiel ist alles kindgerecht. Nichts Schlimmes, keine schlimmen Szenen. Aber gut, die bringen wieder Früchte und jetzt kommen wieder normale Maulwürfe oder so. Ich kann den Hammer außerdem auch nach links und rechts drehen und so weiter. So, jetzt hätte ich ihn ja auf den Hintergrund achten sollen. Habe ich aber nicht getan. Ups, den hätte ich nicht erwischen dürfen. Aber gut. Hier muss man sich jetzt echt beeilen. Die einen haben sogar schon Helme auf. Also, die ändern ihre Taktik. Habe ich hier den Superhammer, sollte ich auch aufpassen, dass ich keinen Mii erwische. Wie dort zum Beispiel. Der kann sich mal... Ihr könnt euch auch alle mal... Und what the hell? Nein! Also man erwischt auch manchmal ganz unabsichtlich ein Mii. Ups, das habe ich jetzt erwischt. Du bleibst schon mit der Frucht da und du auch. Wow, das wird so richtig knapp hier. Scheiße! Nein, wir sind tot. Leider. Ja, wir sind tot. Macht nichts. Also ich weiß, dass danach noch eine Stufe kommt, wo wir gegen den König Maulwurf im Untergrund antreten müssen. Ja, aber das ist alles nicht schlimm. Wir haben die Bronzemedaille. Oder Bronze, wenn man es auch immer aussprechen will. So, bekommen. Und jetzt geht's zum Steineflitschen. Nicht Flitschen, Steine, irgendwas. So. Flitsche einen Stein so oft wie möglich über die Oberfläche eines Sees. Ja. Das hört sich doch nach Spaß an und es macht wirklich Spaß. Ich bin Rechtshänder, genau. Und ich habe hier keine große Umgebung mit Gegenständen. Mein Zimmer ist groß genug. Also im Sinne von Gegenständen, die im neben mir sind und so. Wir können sogar einen Stein aussuchen. Ist das nicht nett? Und das Training überspringen wir mal. Habe ich das jetzt schon übersprungen? Ich glaube schon. So, wir können uns hier zwischen einer sehr ähnelnden Steinen uns einen rauspicken. Ich nehme mal den braunen hier. So, jetzt müssen wir B gedrückt halten und halt, man kann den Stein ja auch drehen, ihn flach übers Wasser werfen. Und ja. In echt kann ich das nicht so gut, oder? Keine Ahnung, ich habe es nie so richtig ausprobiert. Ist schon wieder lange her, als ich das letzte Mal Steine übers Wasser geflischt habe. Jetzt kommt ja auch erst wieder die Sommerzeit, um das man so richtig ausprobieren kann. Und mein Mii hat so ein Blau wie das Wasser. Ist das nicht wunderbar? Der Himmel ist auch so blau. Okay. Der war ein bisschen schräg, glaube ich. Also wahrscheinlich kann man hier verschiedene Taktiken entwickeln. Ich habe mal 40 schon geschafft in der englischen Version. Ich weiß es nicht, wie viel das waren. So, jetzt können wir uns hier zwischen sogar Steinen entscheiden, die sogar eine Form haben. Ich nehme den Stern. Den Super Mario Galaxy Stern oder was auch immer für einen Stern.
Rechts seht ihr außerdem die Anzeige, wie kräftig wir werfen. Und ich glaube, die Steine haben alle verschiedene Eigenschaften. Ich weiß es echt nicht. Da muss man sich mal mehr Zeit nehmen. Das UFO ist wahrscheinlich nicht so gut. Ich nehme mal diesen Katzenstein. Der sieht ganz witzig aus. Den hatte ich noch nicht. Und das war auch ein ganz okayer Wurf. Dieses Miauen nervt eher, aber gut. Hauptsache, der Stein ist weit. Naja, wieder nur fast 30 Aufpraller. Gut. Ich nehme den Wal. Der sieht sehr nice aus. Ja, ich halte B gedrückt. Und das war ein kräftiger. Okay, der fliegt halt weit, also weite Bögen. Er fliegt sehr weit. Springt halt wie ein Wal aus dem Wasser. Für kleine Kinder recht interessant, aber für mich nicht. Ja, sind auch nur 30. Naja. Wenn man so im Durchschnitt 30 hat, sollte das eigentlich ganz okay sein. Hoffe ich doch. So. Wir haben den Silberrang bekommen. Ich will mal die Silbermedaille sagen, aber das ist ja ein Rang. Naja, kann man auch Medaille zu sagen. Wie auch immer, ist ja im Prinzip fast alles das gleiche. So, das nächste Mal geht's dann mit Mi-Posenspiel Plus weiter. Ich werde aber jetzt hier noch einen zweiten Modus machen. Hier müssen wir, so wie es aussieht, durch die Ringe werfen. Den will ich jetzt noch eben ausprobieren. Also ich werde nur den zweiten Modus noch spielen, wenn der mir Spaß macht. Und ja. Lol, wir haben sogar diesen silbernen Rang. Oder? Wieso goldenen? Ja, keine Ahnung. Goldenen Rang auf unserem Dings-Shirt. Und schafft das? Komm, auf die 50. Naja, 30 sind ja okay. Also wenn man 50 schafft, ist man schon ziemlich gut. Dafür braucht man aber, glaube ich, einfach nur Glück. Ich nehme jetzt einfach mal diesen komischen Zweierstein, der uns wahrscheinlich die doppelte Punktzahl gibt. Wow, das macht Faden. So, war ein schlechter Wurf, weil ich am Ende auch nur die 10 erreiche. Aber gut. Also das hier sind jetzt nur die Bonusminuten, die ich hier spiele. Und ja. Jetzt müssen wir gut abtimen und auch mittig werfen, was ich gerade nicht geschafft habe. Komm, schaff es! Yay! Jetzt zumindest bis zu diesen Zielscheiben, bis zu dem Zielbereich geschafft. Gut, noch 2 Runden. Und es kann nur schwieriger werden. Jetzt sollte ich abwerfen und das war ein ganz schön miserabler Wurf. Juhu. Wir sind immer noch in Stage Nummer 4, glaube ich, war das, oder? Ja, 4 von 5. Ich werfe hier nochmal gerade. Ja, ich wollte zwar gerade werfen, aber gut. Lol, ins Aus. Aber macht nichts. Hauptsache, wir haben getroffen. 250 Punkte haben wir also erreicht. Das sollte ganz okay sein. Hier kann man, glaube ich, keine Ränge bekommen. Macht aber auch überhaupt nichts. Und im nächsten Part geht's dann weiter mit dem Mi-Posenspiel. Ich hoffe, ihr habt hier so einen kleinen Einblick in das Spiel bekommen. Gut für die Familie oder auch für unerfahrene Spieler. Also, naja, die Wii, das Plus, also die Plus-Version von diesem Spiel hier, Replay, ist dann noch etwas ansprechender für andere. Aber gut. Dann sehen wir uns hoffentlich auch oder vielleicht eventuell im zweiten des vierten Parts des First Looks wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.